Ich grüße euch, herzlich willkommen zu meinem allerersten Solo-Let's Play-Projekt, das da heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. So, bevor wir loslegen, möchte ich erstmal drei Fragen klären. Erstens, wieso spiele ich auf einmal Solo? Zweitens, wieso ausgerechnet auf Max' Kanal? Und drittens, wieso ausgerechnet XCOM? Fangen wir gleich mal erstmal mit der ersten Frage an, wieso Solo? Das hat folgenden Grund. Ein Zuschauer, namentlich Galadrim100, ich habe mir vorgenommen, ab jetzt die Namen der Zuschauer mir zu merken, die was von mir wollen, die mich auf irgendwas ansprechen, hat mich eben darauf angesprochen, ob ich einen eigenen Kanal hätte. Das habe ich mit Nein beantwortet. Das will ich auch erstmal dabei belassen. Dazu später mehr. Es hat mich aber auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und ich dachte mir, hey, wieso eigentlich nicht? Hab also ein bisschen rumprobiert, rumüberlegt, was könnte ich machen und ja, bin dann eben bei diesem Spiel gelandet. So Lust drauf hätte ich sowieso gehabt und wenn es eben Leute gibt, die das sehen wollen, wieso eigentlich nicht? So, wieso auf Max' Kanal? Das hat eben den Grund, ich will keinen eigenen Kanal machen. Hauptsächlich, weil ich der Meinung bin, ich habe zu wenig Zeit dafür, um das wirklich aktiv zu betreiben. Das wird sich auch in näherer Zukunft nicht ändern, hauptsächlich eben wegen Studium, aber auch wegen etwaigen anderen Beschäftigungen. Deswegen, ja, denke ich, dass es nicht ausreicht, um selbst einen Kanal zu betreiben, bei dem ich auch aktiv Parts hochladen kann. Wenn ich das allerdings auf Max' Kanal mache, ist es ja jetzt keine große Tragik, wenn mal auch mal einen Tag keine Parts kommen, denke ich mal, hoffe ich. Also deswegen, da ist es eben für uns beide von Nutzen. Ich danke Max auch sehr, dass er mir das vorgeschlagen und genehmigt hat, dass ich das auf seinem Kanal machen darf, weil dadurch habe ich natürlich auch gleich mal ein paar Zuschauer mehr und er lädt mehr Videos hoch. Das heißt, wir sind uns im Prinzip gegenseitig von Nutzen. So, wieso XCOM? Dazu erstmal ein bisschen was zum Spiel selbst. XCOM Enemy Unknown ist ein Remake des Original XCOM von 1900. Schieß mich tot. Hätte ich vielleicht vorher recherchieren sollen. Auf jeden Fall eines ziemlich alten Spiels, locker 20 Jahre alt. Das, ja, sehr beliebt damals war und auch dieses Spiel erfreut sich großer Beliebtheit bei den Fans. Hat sehr gute Kritiken bekommen. Es ist ein Strategiespiel, das zum einen ein wenig Basisbauelemente und zum anderen rundenbasierte Kämpfe miteinander vereint. Bei denen du einen Squad von anfangs 4 bis zu 6 Mitgliedern führst, die sehr austauschbar sind, sage ich jetzt mal. Das werdet ihr dann auch relativ bald, denke ich, zu sehen bekommen. So, bevor wir jetzt weiter rumfackeln, fangen wir einfach mal an. Schwierigkeit lasse ich mal auf normal. Ihr werdet sehen, das ist kann schon frustrierend genug sein. Also hier für Spieler, die sich mit Taktikspielen auskennen, knifflig, aber fair. Ich sag's euch gleich, unmöglich ist nicht übertrieben. Also unmöglich ist wirklich ein reines Glücksspiel im Grunde. Also es gibt kaum jemanden, der es auf unmöglich das Spiel schon mal durchgespielt hat. So, jetzt noch ein bisschen hier weitere Optionen. Ich aktiviere das jetzt mal alles. Ihr könnt ja dann das Video an der entsprechenden Stelle pausieren, um zu schauen, was das alles macht. Essentiell ist es einfach nur, es ist nicht alles... Na, wobei, warte mal, das Schadensroulette mache ich mal aus. Das gefällt mir nicht so gut. Im Grunde sagt es alles aus. Es ist nicht alles so... ja, statisch, nicht alle Menschen sind gleich und so ein Käse und ich habe nicht, ja, das, hier New Economy macht noch, dass ich, dass nicht alle, Staaten von Anfang an auch gleich sind, sondern dass das eben nach dem Zufallsprinzip, das seht ihr dann alles im Laufe der Zeit, das erkläre ich euch dann später, was genau das macht. So, hier das Tutorial, das will ich auf jeden Fall anhaben. Und zwar, weil wenn man das weglässt, dann cuttet man im Prinzip auch einen Großteil von der Story am Anfang weg. Und das finde ich eben nicht so schön. Außerdem finde ich, dass man im Tutorial, gerade in so einem Let's Play, dann auch schön mal so den Einstieg ins Spiel zeigen kann, dass ihr auch so ein bisschen besser das Spiel versteht, statt einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden. So, Iron Man. Sehr wichtiger Modus, der macht nämlich, dass ich nur einen einzigen Speicherstand habe und der auch jede Runde erneuert wird. Mit anderen Worten, wenn ich einmal was verkacke, dann habe ich halt Pech gehabt, dann habe ich nicht die Möglichkeit hinterher zu laden und sagen, nee, ich will jetzt aber nicht, dass der Typ stirbt,
sondern dann habe ich halt einfach, ja, ausgeschissen, auf gut Deutsch. Gut, dann fackeln wir mal gar nicht lang und fangen an. Ich schweige mal, bis Videosequenzen etc. durchgelaufen sind. Two possibilities exist. Either we are alone in the universe, or we are not. Both are equally terrifying. Arthur C. Clarke, ein Science-Fiction-Autor, am besten bekannt für die Vorlage für den Film 2001 A Space Odyssey von Stanley Kubrick. Wollte ich nicht eigentlich schweigen? Das hatte ich irgendwie jetzt wohl verdrängt. Das hätte ich nicht angefasst. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass niemand in dieser Filmsequenz eine der Hauptpersonen des Spiels ist. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Finde ich gut. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Nichts leichter als das. Viel Glück, Commander. Dankeschön. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Das bin ich? Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Ja, das sollte sich doch einrichten lassen. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Unser erster Einsatz. Mal sehen, wie wir uns in dem schlagen. Alles verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Na, davon gehen wir doch mal schwer aus, sonst würde das ja eine sehr langweilige Mission werden. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung.
So, ich sag's euch gleich, ich kann hier im Tutorial nur das machen, was mir gesagt wird. Das heißt, ich muss Geoff Murphy jetzt hier direkt an die Stelle schicken, wo es mir angezeigt wurde. So, ein Soldat kann sich bis zu zweimal pro Runde bewegen. Die Anzahl der verbleibenden Bewegungen wird in der Einheitenfahne des Soldaten angezeigt. Gut, jetzt seht ihr hier. Fahrzeug in der Nähe. Schick ich ihn doch gleich auch mal dahin. Delta 2, jetzt du. Los, zu den Trümmern. So, Ernesto González. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Genau, also hier mit den Deckungen seht ihr, hier hat er nur eine halbe Deckung. Wie man auch, denke ich, unschwer erkennen kann, dieses Ding bietet nicht besonders viel Deckung. Wenn ich mich dorthin stelle, dann habe ich, wie man an diesem Schildsymbol hier oben sieht, eine volle Deckung. Halb gefülltes Schildsymbol. Halbe Deckung, volle Deckung. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger. Weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. So, darf Dmitri Volkov direkt hier vor. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Yuzuki Hashimoto. So, hier der Spurt. Das bedeutet quasi, ich benutze beide Bewegungen in einem Zug direkt. Das hat eigentlich in den meisten Fällen nur Nachteile, aber... Hier im Tutorial muss ich es eben mal benutzen. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas... Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wallen, was sagt er? Er sagt, Hilfe. Die kann ja der gut Funkspruch zuhören. Wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Genau, hier wird nochmal der Spurt erklärt. So, weil, falls ihr euch fragt, warum die gute Dr. Wahlen jetzt um Rat gebeten wurde, um den Typen zu übersetzen, das liegt daran, dass im englischen Original er tatsächlich übersetzt werden musste. Ihr erinnert euch, wir sind gerade in Deutschland, wir haben einen deutschen Spähtrupp und der Gute spricht auch im Original auf Deutsch. Das heißt, da wird es dann eben übersetzt, he's saying help. Im Gegensatz zu hier, wo es einfach nur, ja, Hilfe. Ja, genau, er sagt Hilfe. Central, hier ist jede Menge Blut. Roger. Ist hier gerade relativ schnell alles, weil ich habe ja auch nur eine begrenzte Zeit für jeden Part und ich würde gerne diese erste Tutorial-Mission durchbekommen auf jeden Central, Fall. Central, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Ich tippe drauf, dass der was Schlechtes gegessen hat. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Wollen wir tatsächlich nach dem, was wir in der Filmsequenz gesehen haben, dort in Deckung gehen? Na gut, ihr seht, mir bleibt keine andere Möglichkeit. Alles andere ist rot markiert. Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter. Jetzt werden ungefähr alle im Sprint fortbewegt. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Ja, wird gemacht. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Ihr seht schon, meine Soldaten werden hier oben rechts in der Ecke immer nur durch so ein schwarzes Delta Bild angezeigt. Die Tür ist im Weg. Ihr werdet weg bald damit. Herausfinden, warum das so ist. Verstanden. Weg damit heißt im Klartext einfach mal durchlaufen. Jawohl. Angriff. Hilfe.
Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, wieder dasselbe Spielchen, sie übersetzt gerade logischerweise auf Deutsch. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Nennen wir es mal Schock. Mir gefällt das nicht. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. So, Dimitri bekommt gleich den Auftrag, voll Karacho reinzurennen. So, warum sind jetzt diese Explosivfässer auf einmal nicht mehr da? Ah, da sind sie ja. Hallo! Gott. Na, wer bist du denn? Verdammt, was ist da los? Ups. Rekrut Volkov wurde getötet. Na, ganz großartig. Nein, Geoff Murphy! Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Chandler, wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Okay, bessere Deckung wird gemacht. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. So, Feuer frei, das mache ich hier unten in der Leiste, da seht ihr alle meine Optionen. Schätze jetzt mal, ich kann sowieso nichts anderes machen als das, was mir gesagt wurde, aber es ist ohnehin das Sinnvollste in dieser Situation. Jawohl! Guter Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Das machen wir doch gleich. Jetzt schmeißt eine Granate auf den Feind vor dir. Ha. Verschwendung der guten Granate, aber gut. Da! Fire in the hole! Bereit machen für Ihren Gegenangriff. Oh ja, das ist überhaupt nicht zu. Verdammt. Und der nächste hinüber. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Jawoll! Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! An diesem gelben Bild seht ihr, dass ich den Feind flankiere. Das heißt, dass seine Deckung ihm Feuchten bringt im Klartext. Nachladen? Jetzt? Ach, vielleicht keine gute Idee. So, eine 75%ige Trefferchance. Das sollte doch eigentlich genügen, um den Mistkerl zur Hölle zu schicken. Jawoll! Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. So, ihr seht, es geht gleich richtig zur Sache. Erste Tutorial-Mission und gleich mal 3 von 4 Leuten verloren. Aber so läuft dieses Spiel. Es ist nichts für schwache Nerven. So, Stützpunkt festlegen. Ja, wir haben entweder die Möglichkeit in Nordamerika zu, unseren Stützpunkt aufzubauen. Alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhalt. Oder in Europa Labore und Werkstätten kosten 50% weniger bei Kauf und Unterhalt. Ja, ihr könnt jetzt damit wenig anfangen, was das konkret bringt. Ich kann's, ich treffe aber meine Entscheidung mal ganz simpel so. Wir sind gute Europäer und die Basis wird natürlich logischerweise in Deutschland errichtet. Nicht, dass ich was gegen Amerika hätte, aber hey, es ist ein deutsches Let's Play, also wird auch in Deutschland unser Hauptquartier errichtet. Außerdem muss dann mein Delta-Team nicht so weit fliegen. Oder was von ihm übrig ist.
Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer. Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Da könnt Sie recht haben. Willkommen im XCOM-Hauptquartier, Commander. Servus. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Ja, diese Beförderung werden wir allerdings erst im nächsten Part vornehmen, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, dass das auch nächstes Mal so aussieht, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Euer Ralf, ciao!